Ja, das ist dieses allgemeine Esszimmer, Wohnzimmer. Ein Bücherregal. Bücherregal für Kinder, Wandregal. Okay. Es kommt auf jeden Fall da rein und dann bräuchte sie eigentlich noch irgendwie. Ich glaube, die Gitarre, Musik, glaube ich, wird sie eher hier machen, bin ich dafür. Aber sie braucht jetzt natürlich dann noch irgendwie so einen kleinen Sessel. Was kostet das denn so viel? Genau. So. Und natürlich wieder zurück. So, Dave Gamer, hey, Hallöchen. Und sie möchte jetzt natürlich lesen. Das erste Einhorn. Ach ja. Sie möchte Bücher kaufen. Und zwar nämlich kochen. Nee, Charisma und sowas nicht. Comedy, nö. Fitness auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Was, was, was? Über alles, über Küssen, über Gitarre. Ah. Gourmet-Küche. Das wollen wir auf jeden Fall einmal kaufen. Gärtner auch. Und das zweite können wir jetzt eigentlich auch schon mal besorgen. Ich glaube, das hört aber dann noch auf. So. Okay, das ist schon mal ganz cool. Ist das erste Einhorn nicht von Gronkh aus dem Let's Play? Das weiß ich nicht. Das müsste sie dann aber dann bei sich drin haben, ne? Achso, erstmal. Das ist das zweite. Lesen und lesen. Sie wird eine Lesemaus, habe ich beschlossen. Geht sie denn soweit gut jetzt eigentlich? Ja, Spaß ist Nebensache irgendwie gerade. Wir können danach hier gerne ein Spiel spielen, wenn du willst. Unterhaltung ist Spiel spielen. Aber erstmal lernst du jetzt immer ein bisschen Gärtnerfähigkeiten und natürlich auch ein bisschen kochen noch. Alleine die Gourmet-Küche ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Wieso kein Clash Royale und keine Cam? Clash Royale kommt später und mit der Cam halt logischerweise auch. Und das, wie gesagt, weil das halt ein Live-Let's Play sein wird, ist. Schläft aber ganz schön lange, die Frau. Dann kannst du erstmal eine Runde duschen gehen. Eine nachdenkliche Dusche. Und danach könntest du eigentlich den Freund nochmal wieder anrufen. Im Internet surfen, plaudern mit. Ich will ihn eigentlich gerne einladen. Genau. Warum? Ich will aber Christian. Nee, ich mag Christian nicht. SMS schicken, abzuhängen. Auch nicht. Plaudern mit Daniel. Wo ist denn Daniel? Ich frage mich, wo Daniel ist. Der ist doch gar nicht mehr bei uns. Ich frage mich, warum ich ihn nicht einladen kann. Das ist gerade doof. Wie gesagt, später, Dave, geht es denn damit auch wieder los. Oder weiter, besser gesagt. So, was macht sie jetzt? Oh, okay. Sie ist gerade ein bisschen jemanden. Was? Bei jemandem Luft machen, weil angespannt. Ach, sei doch mal nicht so angespannt. Jetzt hör mal auf, dich irgendwie darüber ab. Ach so, vielleicht musst du. Du gehst mal Pipi gleich. Frau von und so. Verwenden. Wir haben auch gar kein Telefon. Ja, okay, wir haben. Ja, ein Handy haben wir. Wann muss sie eigentlich zur Arbeit? Ah. 22 Stunden. Okay, ach so, sie hat heute frei. Okay. Das heißt, wir müssen sie irgendwie noch glücklich machen. Sie will immer noch, dass wir einen Pool kaufen, ne? Ja. Fechter, ja, wird später gespielt. Zwischendrin machen wir eine Pause und dann spielen wir das auf jeden Fall auch. So, sie ist auf jeden Fall immer noch dabei, irgendwie zu lesen. Was liest denn du? Sie liest, oh, ein Lama. Sie ist eine Erwachsene, so. Wie sieht das bei dir aus? Du pennst immer noch. Ist das dein Ernst? Das gibt's doch nicht. Wie lange bist denn du, also wie lange dauert das, bis du ausgeschlafen bist? Ja, ein bisschen noch. Auf jeden Fall geht sie ja danach duschen. Danach hat sie Hunger. Ich weiß aber allerdings nicht, wie das aussieht mit dem Essen. Ich glaube, sie wird dann lieber was kochen. Einmal kurz. Wie ein Gartensalat.
frische Zutaten verwenden ist leichter gesagt als getan, davon mal abgesehen. So, sie ist auf jeden Fall immer noch dabei mit dem Lesen. Das finde ich gerade irgendwie doof. Du kannst mal aufhören. Achso, oh, gut, hat sich gerade schon erledigt. Ich glaube, sie möchte mich auf Klo. Dana, okay, sie ist noch relativ müde. Hygiene natürlich auch. Dann könnte sie tatsächlich jetzt erstes einmal duschen. Das passt denn. Dann könnte sie einmal nochmal aufräumen. Und nachdem sie aufgeräumt hat, kann sie nochmal ein Abendessen servieren. Und zwar Buntbarsch. Und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal schlafen. Also nachdem sie dann halt auch was gegessen hat. Was muss? Das muss ja leider. Okay, gucken wir hier. Viel Fraß, familienbewusst. Ja. Sie ist auch sehr verführerisch, okay. Das ist natürlich auch sehr interessant. Okay, kochen auf jeden Fall drei Feinschmecker kochen, da ist sie auch schon gut dabei. Ja, mal gucken, es gibt ja hier bei Sims 4 gibt es ja so viele Möglichkeiten. Sie ist ja immer noch am Schlafen. Hör auf, dich irgendwie bei jemandem aufmachen zu wollen, das gibt's nicht. Was willst du? Sich selbst vorm Spiegel? Sich selbst vom Spiegel beruhigen. Ich glaube, das ist ganz gut. Hör mal auf zu lesen. Beruhige dich erstmal ein bisschen. Und dann werden wir da auf jeden Fall mal weitersehen, wie das mit dir hier vorangeht, meine Liebe. Beruhig dich erstmal ein bisschen. Nichts dabei, jemanden zu machen. Ja, ich habe auch keine Badewanne. Duschen. Dampfende Dusche nehmen, erfrischende Dusche nehmen, nachdem ich duschen. Ah, sie ist verspielt. Dampfende Dusche nehmen auf jeden Fall. Duschen kann sich Sam's Cricket. Okay. Genau, geh erstmal duschen. Park besuchen. Ja, das kriegen wir noch alles hin, aber geh erstmal duschen auf jeden Fall. Du musst ja auch bald demnächst mal zur Arbeit, damit wir ein bisschen Geld reinbekommen. Und danach, du wolltest auf jeden Fall noch aufräumen, habe ich gehört. Und danach wolltest du kochen. Huch. Und zwar ein bunte Barsch. Sie ist ja irgendwie immer noch am Schlafen. Also ich glaube, dass die verspielt sind. Das kommt hier durch diese kleine Figur, die gefunden worden ist. So, super. Ich glaube, sie wird eine liebe Omi sein. Glaube ich auf jeden Fall. So, genau, räumen wir jetzt erstmal auf. Oh, ihr geht's okay wieder. Ach, wie herrlich. So, super. Später müssen wir wahrscheinlich auf den Müll oder irgendwie sowas rausbringen. Kann ich mir sogar vorstellen. Ja. Und abwaschen. Ah, sie ist glücklich. Ach, wie herrlich. Jemanden anrufen. Das kriegen wir auch noch hin, dann bevor du schläfst. Plauder mit dem lieben Daniel. Und danach gehst du aber schlafen. Wie spät ist denn das? 21:17 Uhr. Ja, wird denn noch Zeit, dass sie schlafen geht? Jemanden umarmen. Okay. Sieht ja geil aus. Platsch, platsch, platsch. Ich glaube, sie wird eine gute Köchin. Ist außerdem auch lustig, ne? Also sie hat den Fisch ja ganz gehabt, dann war da irgendwie zerteilt, ist er in eine Pfanne reingekommen. Und jetzt wieder als ganzes Stück in der Pfanne. Und sieht gut aus, auf jeden Fall. So, und geh mal schlafen. Unterhaltung, okay, Spaß, Soziales ist natürlich dann auch dementsprechend gut, was jetzt gerade passiert. Nein. Ah, sie ist so glücklich. Da. Ey, und die kann lange schlafen. Habe ich auch so viel geschlafen? Genau, Duschen und Handy kannst du eigentlich mal kurz sein lassen. Du wirst dann die erstmal hier gleich ein Gericht nehmen und ich bin dafür, du hörst jetzt mal aufzuschlafen. Das ist ja eine Katastrophe mit dir. Ja, danach gehst du duschen. Oh, sie sieht so traurig aus. Niki, stell das Essen in den Kühlschrank, dann bleibt es länger haltbar und man kann anderen Tagen. Stimmt. Wenn man wirklich glücklich ist, was anderes, oder? Magst du das nicht? Normal. Also, sie sieht nicht glücklich aus beim Fisch.
Gott, dieser Schmollmund. Das ist so schlimm gerade. Oh Gott. Nein, bloß nicht mit jemandem plaudern. Was willst du denn von ihr hier? Mit Louise rumalbern. Du kannst gleich erstmal jemanden anrufen, wenn du willst. Oh Gott. Und zwar hier mit deinem Liebling, mit dem lieben Daniel. Wir wollen außerdem eigentlich Daniel auch einladen. Vielleicht ist er dann ein bisschen glücklicher. Oh mein Gott, sie tut mir so leid. Oh, sie denkt, oh mein Gott, hoffentlich ist der Teller bald leer. Ich habe gar keinen Hunger. Okay, nachdem sie geduscht hat, glaube ich, ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Plaudern, das ist dieses Plaudern, ne? Das kommt schon mal weg, damit sie ihn gleich irgendwie einladen kann, wenn er Lust hat, morgens wahrscheinlich dann irgendwie zu kommen. Er ist aber ein Teenager, also rein theoretisch funktioniert das. Dann geht duschen. Weglegen. Gott. Sie scheint ja überhaupt gar nicht glücklich zu sein. Oh mein Gott. Wer geht um diese Uhrzeit hier eigentlich noch rum? Was bist du? Nee, du siehst komisch aus. Dich mag ich nicht. Hat sie wahrscheinlich auch gedacht und ist dann weggelaufen. Allein ist mitten in der Nacht. Haben wir jetzt schon Post bekommen? Immer noch nicht. Okay, das ist gut. Solange wir keine Rechnung bezahlen müssen, ist alles gut. Das ist tatsächlich dieses komische Ding hier, was einen verspielt macht. Seltenheit, ungewöhnlich. Verspieltes Dekor. Per Drag and Drop kannst du das Essen in den Kühlschrank aufräumen. Ah. Lol, okay. Das kommt davon, wenn ich schon lange nicht mehr so gespielt habe. Muss ich auch noch arbeiten? Komm lieber hier hin. Da so auf die Kommode, anstatt jetzt unbedingt da mit rein. Oh, ein kleines Figürchen. Obwohl es mir wirklich tatsächlich ein kleines bisschen Angst macht, um ehrlich zu sein. So, bist du bald fertig mit dem Duschen oder wie sieht das aus? Kannst du dann nochmal ruhig auf Klo gehen? Das ist ja auch gar kein Problem. Das kriegen wir natürlich auch hin. So, dann ruf mal deinen Freund an. Vielleicht hat Daniel ja Lust. Man weiß es noch nicht. Wieso willst du hier telefonieren? Shabini, Mal gucken, was er antwortet. Wunschig Es ist wie gesagt nach 0 Uhr. Mal gucken, ob er müde ist oder Bock Scheime. hat. Oh, Daniel schläft. Huch. Ja, schläft er? Also er ist auch ein Teenager. Was schläft er denn um 0:30 Uhr morgens? Genau, sie geht jetzt erstmal Pipi ein bisschen. Sie kann sich ja nochmal auf Erkundungstour begeben. Es ist ja leider wirklich so, dass im Moment noch nicht so los ist. Glühwürmchen. Hier ist auf jeden Fall noch sowas. Wir graben auf jeden Fall danach. Also meine Mama hat gesagt gehabt, im Dreck spielen ist nicht schlimm. Dreck reinigt den Magen. Nee, Pilze wollen wir nicht. So viel Garten wollen wir nicht. Wir sind immer noch auf der Suche hier nach diesen kleinen Steinchen. Wer weiß, was wir da so Schönes finden. Und es ist natürlich ein bisschen Geld nebenbei. Halt machen. So, okay. Hier sind nur normale Steine. Okay, hier komme ich jetzt nicht weiter mit meinem Sim. Wir könnten rein theoretisch auch den Park besuchen. Das werden wir mal machen, wenn unsere Mutter am Arbeiten ist. Graben. Ich glaube, mehr ist hier jetzt tatsächlich nicht. Okay, sie hat auf jeden Fall Metall gefunden. Hier sind wir wieder bei uns zu Hause. Jetzt bin ich, glaube ich, einmal rumgegangen, ne? Ich glaube, jetzt irgendwas anderes ist hier nicht. Ja, okay, verschiedene Kräuter und sowas finden wir tatsächlich hier noch. Aber irgendwas anderes jetzt gerade leider, glaube ich, nicht. Ich sehe jetzt auf jeden Fall gerade gar keine Steine, die sie vielleicht sammeln kann. Ist hier vielleicht irgendwie was? Ja, verschiedene Pflanzen und so, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sage, was wir halt wollen. Nö, das passt soweit. So, wo ist unser Zuhause? Da ist unser Zuhause. Danach, mal gucken. Okay, Schlafen, Hygiene, Spaß. Ja, wir haben leider nicht mehr so viel Geld. Ich muss da echt ein bisschen haushalten mit dem Moment. Du kannst von mir aus gleich nochmal einmal duschen gehen. Danach gehst du nochmal schlafen. Und wie sieht das mit dir hier aus, Frau von und zu? Ist okay, Energie sparen, Hygiene wird gerade ein bisschen doof. Bedeutet also, du kannst als erstes, bevor du aufstehst, weil du musst auch bald zur Arbeit, ne? Ach, um 16 Uhr beginnt das erst. Ach so, ja, nee, dann haben wir ja noch Zeit. Dann haben wir ja noch Zeit, Mensch. Also, da müssen wir uns ja gerade gar keine Gedanken drüber machen. So, was habe ich gesagt? Genau, sie geht Pipi. Und danach wird sie eigentlich schnelle Mahlzeit öffnen oder so. Ist auch natürlich doof.
sich eigentlich darum kümmern, vielleicht tatsächlich auch nochmal irgendwie duschen zu gehen.